dem Bundesminister Dr. Thomas de Maizière. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine 90 Worte umfassen die Rechtsänderungen, die wir heute beraten. Aber wie Sie wissen, steckt dahinter eines der großen Debatten, die wir in unserem Land haben, nämlich über die Frage, wie regeln wir den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Lassen Sie mich ein ganz paar Grundprinzipien umreißen, bevor ich auf die Details der Regelung eingehe. Humanitäre und zugleich verantwortungsvolle Zuwanderungspolitik braucht eine klare Differenzierung zwischen unterschiedlichen Gruppen. Einwanderung einerseits und Schutz für Geflüchtete andererseits, das sind zweierlei Dinge, die darf man nicht vermischen. Aber auch innerhalb der Gruppen der Schutzberechtigten ist zu unterscheiden. Auf der einen Seite stehen Schutzsuchende, die als politisch Verfolgte oder nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt worden sind. Auf der anderen Seite geht es um Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus. Diese Unterscheidung ist wichtig. Sie ist geltendes Recht, sie entspricht dem Völkerrecht und sie ist Spiegel unterschiedlicher Lebenssachverhalte. Und unterschiedliche Lebenssachverhalte muss man unterschiedlich regeln. Auch hier brauchen wir differenzierte Regelungen. Das führt mich zu einem zweiten Faktor von humanitärer und zugleich verantwortungsvoller Zuwanderungspolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass Integration gelingt. Das kann aber nur dann gelingen, wenn Schutzberechtigte integrationsbereit sind und wir die Grenzen der Integrationskraft unseres Landes benennen und beachten. Unterbringung, Lebensunterhalt und Integration kosten. Integrationskurse, Schulen, Wohnungen, Ausbildung, Arbeitsplätze, alles das muss geleistet werden. All das ist aber nur begrenzt leistbar. Das wissen am besten die Kommunen in unserem Land. Nach internationalem Recht, nach Völkerrecht, nach europäischem Recht gibt es keine rechtliche Verpflichtung, den Familiennachzug nach subsidiär Schutzberechtigten unbegrenzt zu gewähren. Der Status subsidiär geschützter Menschen ist rechtlich einer auf Zeit. Wer keinen Schutz mehr in Deutschland benötigt, soll wieder in seine Heimat zurückkehren. Auch davon hängt gesellschaftliche Akzeptanz ab. Wer jedoch Angehörige nachholt, dessen Aufenthalt verfestigt sich. Freiwillige Ausreisen oder Rückführungen werden damit, auch das gehört zur Wahrheit, deutlich erschwert. Solche Signale wollen wir vermeiden, auch wegen der Sogeffekte. Zugleich sehen wir die Not mancher Familien. Und wir sehen auch, dafür brauchen wir keine großen Studien von Kriminologen, wir sehen auch, dass das Zusammenleben von Familien manchem Problem vom gesellschaftlichen Abrutschen vorbeugt und manches im sozialen Umfeld stabilisiert. Das ist wahr. Und andererseits wollen wir nicht, dass Familienmitglieder, erst recht Kinder, auf eine gefährliche Reise vorgeschickt werden, um selbst später nachkommen zu können. All das, diese drei Erwägungen, führen in ein nicht einfach zu lösendes Dilemma. Es gibt dort keine einfachen Antworten. Das hat sehr überzeugend Altbischof Huber in einem großen Artikel in der Zeit geschrieben. Es gibt dort keine einfachen Antworten. Jeder, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, wird und muss das zugeben. Wir haben uns mit der SPD in den Sondierungen deshalb auf eine vernünftige, maßvolle Lösung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte verständigt. Wir haben die feste Absicht, bis zum Sommer hierzu die Neuregelung verabschiedet zu haben. Bis zum Inkrafttreten dieser Neuregelung aber müssen wir den Familiennachzug noch einmal kurz aussetzen. Und das bildet der vorliegende Gesetzentwurf ab. Zu den anderen Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, sage ich nur ganz kurz. Eine dauerhafte, weitere, bloße Aussetzung ist keine dauerhafte Lösung, sondern verschiebt nur eine Entscheidung. Sie wäre im Übrigen verfassungsrechtlich in Zweifeln ausgesetzt. Ein dauerhaftes, ausnahmsloses Nachzugsverbot wird andererseits menschlichen Härten nicht gerecht. Und ein unbegrenzter Nachzug überfordert alle und befriedet nicht, sondern spaltet unser Land. Deshalb schlagen wir einen vernünftigen Kompromiss vor.
Wir wollen mit der Neuregelung aus der bisherigen Anspruchsregelung eine Kontingentlösung machen. Das bedeutet, statt eines Anspruchs ermöglichen wir künftig für die Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten einen monatlichen Nachzug von 1.000 Familienangehörigen. Kriterien für die Auswahl werden wir natürlich noch vorlegen und beraten. Schätzungen zum Umfang des Familiennachzugs. Die einen, wie die Abgeordnete Jelpke gestern, sagen, es sind sowieso nur 60.000. Andere sagen, es sind Hunderttausende. Diese Schätzungen erledigen sich mit einer Kontingentlösung. Sie können dahinstehen, wie wir als Juristen sagen, denn auf jeden Fall begrenzen wir den Familiennachzug auf 12.000 im Jahr. Wir setzen also künftig auf einen begrenzten, gesteuerten und gestaffelten Familiennachzug, dem eine humanitäre Auswahl zugrunde liegt. Er wird nur möglich sein, wenn die Ehen vor der Flucht bestanden haben, ein sehr wichtiger Punkt, wenn keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, wenn es sich nicht um Gefährder handelt und eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist. Wir verbinden mit dieser Lösung Humanität und Verantwortung. Das ist zumutbar, das ist legitim, das ist angemessen und das ist verantwortungsvoll. Und deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr.